herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report. Heute fahren wir mit dem S-Tog, also der S-Bahn von Kopenhagen. Und zwar fahren wir jetzt hier vom Hauptbahnhof nach Jägersborg. Den Fahrtverlauf könnt ihr hier auf der Karte sehen. Zum Einsatz kommt der Zug der vierten Generation. Das sind auch die einzigen Züge, die hier aktuell unterwegs sind. So sieht hier der Innenraum aus. Sein Fahrzeug vom Typ DSB-SA von Alstom, LHB und Siemens zwischen 1995 und 2005 geliefert. Das sind Züge mit 8 Wagen. Und das Besondere an diesen Fahrzeugen ist, dass die einzelnen Wagen extrem kurz sind. Gerade mal knappe 11 Meter. Und das ermöglicht, dass die Wagen 3,6 Meter breit sind, was erheblich breiter ist als normal. Aber durch die kurzen Wagen brauchen sie eben nicht so viel Platz in den Kurven, deswegen ist das möglich. Hier sehen wir die DFDS-Fähre Pearl Seaways. Die fährt nach Oslo, kann man also auch sehr gut mit dem S-Tog erreichen. Wir fahren aber noch ein Stückchen weiter. Für uns geht es nämlich heute nicht auf die Fähre. Wir fahren jetzt erstmal bis nach Jägersborg und von dort aus dann wieder zurück bis zur Station Hellerup. Und von dort geht es dann im übernächsten Video auf andere Art und Weise weiter. Im nächsten Video sehen wir dann, was wir in Jägersborg gemacht haben. Hier sind wir schon mal in Hellerup, wo wir nachher aussteigen werden. Hellerup wird nicht nur vom S-Tog, sondern auch von regulären Zügen bedient. Hier sehen wir einen Dosto, der jetzt in Richtung Kopenhagen fährt. Seht schon, Fahrzeuge identisch zu den deutschen Dostos. Und hier sehen wir noch mal kurz den Innenraum. Den sehen wir nachher auch noch mal. Aber hier seht ihr eben besonders, ist diese Breite der Fahrzeuge deutlich breiter, als man das von deutschen Fahrzeugen kennt, eben bedingt durch die geringe Wagenlänge. Es gibt inzwischen 7 S-Tog-Linien in Kopenhagen und nun haben wir die Möglichkeit, uns das Fahrzeug auch mal ausgiebig anzuhören. Ja, und hier sind wir schon zurück in Hellerup. Hier bin ich ja wie gesagt ausgestiegen. Hier geht es dann im übernächsten Video weiter. Im nächsten Video sehen wir eben erstmal, was in Jägersborg so los ist. Das war es damit aber erstmal für dieses kurze Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt und wann das nächste Video kommt. Wie immer sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und würde mich sehr über eure Likes, Kommentare, Abos oder auch mit geteilten Links sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.